Was war dieses Generalisieren? Worin bestand? Was könnte man sagen, wenn man es auf einen Punkt bringen müsste? Was war die Hauptidee von einem generalisierten linearen Modell? Weiß das noch jemand? Was wird da gen warum ist es generalisiert? Also für was generalisiert es, wofür man vorher lineare Modelle, wie wir sie kannten, nicht verwenden konnte? Ja? Genau, Ja-Nein-Daten haben wir besprochen. Genau, was noch? Was kommt noch in Frage? Was kann man noch mit einem generalisierten linearen Modell machen, was vorher nicht so gut ging? Zähldaten zum Beispiel. Zähldaten sind jetzt natürlich schon irgendwie metrisch. Ich kann sagen, okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 Fahrradunfälle, das ist zwar schon metrisch, aber es folgt oft einer sogenannten Poisson-Verteilung. Also weniger als 0 kann es nicht werden und dann sind es oft eher seltene Ereignisse wie Tore im Fußball. Das haben wir letzte Woche nicht ausführlich besprochen, aber wir hatten anfangs der Vorlesung letzte Woche schon eine relativ lange Liste mit, nun ja, aus Sicht des linearen Modells ungewöhnlichen Konstellationen, die man mit einem generalisierten linearen Modell rechnen kann. Ich hatte dann letzte Woche mit euch gegen Ende relativ viel Zeit damit verbracht, über die sogenannte Likelihood und die Maximum Likelihood Schätzung zu sprechen. Likelihood, ein Prinzip, was wir noch mal ganz kurz beleuchten können. Was generell gilt, man kann sagen, die Abweichungsquadrate, wie wir sie aus dem linearen Modell kennen, also diese Idee, Abweichungsquadrate zu minimieren und dann mit der Lösung oder mit dem Schätzer weiterzuarbeiten, der die Abweichungsquadrate minimiert, das ist im Falle von einem allgemeinen linearen Modell auch gleichzeitig die Maximum Likelihood-Lösung. Aber Likelihood und Maximum Likelihood oder das Maximieren einer Likelihood ist eben ein allgemeineres Prinzip, was auch für andere Konstellationen verwendet wird und zum Beispiel für die generalisierten linearen Modelle, also Stichwort logistische Regression, Stichwort Poisson-Regression, Stichwort vielleicht auch noch Cox-Regression. Solche Fälle, die kann man eigentlich nur mit Likelihood-basierten Verfahren schätzen. Und was ich euch letzte Woche vorenthalten habe, was jetzt sozusagen deshalb heute in diese Vorlesung rein muss, thematisch gehört es ganz klar noch zu letzter Woche, sind sogenannte Pseudo-R-Quadrat-Maße. Also R-Quadrat als Idee hängt ganz eng an den Abweichungsquadraten sozusagen. Ja, wenn ihr euch an ein R-Quadrat vielleicht erinnert oder an die Grundidee, wie wir R-Quadrat berechnet haben, dann ging es immer darum, so eine Gesamtvariation auszurechnen, wie viel Abweichungsquadrate vom Mittelwert sind eigentlich da in einem Datensatz und dann zu schauen, wie viel Abweichung ist eigentlich noch übrig, wenn wir fertig sind mit unserem Modell. Das soll möglichst wenig sein und dann 1 minus diesen Ausdruck ergibt ein großes R-Quadrat. So, das funktioniert jetzt nicht mit den Abweichungsquadraten im generalisierten linearen Modell, aber wir können sogenannte Pseudo-R-Quadrat-Maße ausrechnen. Die sind Pseudo-R-Quadrat dahingehend, dass sie uns als Benutzerinnen und Benutzern den Anschein erwecken wollen, sie wären ein R-Quadrat. Sie sollen so aussehen, dass wir als Nutzerinnen und Nutzer denken, ah ja, super, das ist irgendwas zwischen 0 und 1. Und wenn das Modell quasi perfekt passt oder perfekte Vorhersagen machen kann, dann wird das R-Quadrat 1 und es kann minimal 0 werden. Das wäre die Idee und deshalb heißen sie Pseudo-R-Quadrat-Maße. Die schauen wir uns jetzt noch an. Und dann das eigentlich neue Thema heute ist etwas, was aber wiederum auf der rechten Seite im linearen Modell quasi passiert. Nämlich wir wollen uns Fälle anschauen, wo im linearen Modell eine sogenannte hierarchische Struktur vorliegt, wo quasi unsere Grundannahme des linearen Modells, nämlich dass eigentlich alles, was so an Daten eingeht, unabhängig voneinander ist und entsprechend auch der Fehler, den wir bei einer Beobachtung machen, komplett unabhängig ist vom Fehler, den wir bei einer anderen Beobachtung machen, dass das eventuell verletzt ist. Und das ist der Fall, wenn wir es mit hierarchischen Strukturen zu tun haben. Das sind so unsere zwei großen Themen, wobei der erste, muss ich auch auf die Uhr gucken, nur kurz einnehmen sollte und der zweite den großen Teil der Vorlesung. Also, Übertrag vom letzten Mal quasi eine Fortsetzung aus Vorlesung 7. Wie können wir die Qualität eines generalisierten linearen Modells eigentlich beurteilen? Zur Erinnerung, was ist die Likelihood? Eine Maximum-Likelihood-Schätzung heißt, finde
den Punkt auf einer Kurve sozusagen, das ist im Prinzip wie eine Kurvendiskussion, finde den Punkt der Likelihood, das Auftreten der Daten, gegeben diese Modellparameter dann maximal werden lässt. Also man kann sagen, die Likelihood eines Modells ist erstmal prinzipiell die Wahrscheinlichkeit von den beobachteten, gemessenen Daten, gegeben ein Modellparameter oder gegeben ein Set von Modellparametern. Fischer sagt also, für welche Modellparameterkombination wird die Likelihood des Modells, gegeben diese Daten, maximal. Und wenn wir das einfach mal kurz akzeptieren, völlig untechnisch, dass wir so eine Likelihood immer ausrechnen können oder dass uns ein Computerprogramm unserer Wahl, R, Stata, Jamovi, you name it, eine Likelihood für eine Kombination aus Modellparametern und Daten ausrechnen kann, dann können wir jetzt diese sogenannten Pseudo-R-Quadrat-Maße finden. Es ist ein ganzer Wald von Maßen. Das ist eigentlich das, was ich euch möchte, dass ihr das einfach sozusagen zur Kenntnis nehmt oder anerkennt, dass wenn man sich jetzt auf die Suche macht nach einem Maß, was sich ein bisschen wie R-Quadrat verhält und was auch für generalisierte lineare Modelle funktioniert, dass es dann halt nicht so die eine Antwort gibt, sondern dass über die Jahre, über die letzten 50 Jahre im Prinzip, seit es generalisierte lineare Modelle gibt, Statistiker, da kann man mal ausnahmsweise fast männlich Statistiker sagen, weil ich habe geguckt, also das Feld ist einfach, oder war sehr stark dominiert von Männern in der Zeit, Statistiker quasi verschiedene Maße vorgeschlagen haben. Das erste, was man sich anschauen kann, ist von Jacob Cohen, den kennt ihr von Cohen's D oder so, also auch ein Psychologe übrigens ursprünglicherweise, der arbeitet jetzt hier mit der sogenannten Deviance. Über die Deviance haben wir letzte Woche auch kurz gesprochen. Die Deviance und die Log Likelihood, die stehen in einem ganz engen Verhältnis zueinander. So einfach, dass man eigentlich bei diesen zwei ersten Maßen, das eigentlich egal ist, ob du jetzt mit der Log Likelihood oder mit der Deviance eines Modells arbeitest. Also die Deviance im Prinzip auch einfach so ein Maß, wie weit sind die Daten, die das Modell fittet, sozusagen von den echten Daten weg. Also das Wort Deviance kann man da sehr, 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 sehr wörtlich nehmen. Ich möchte mal doch jetzt unter allen, die hier sind, auch im Interesse der Zeit, mit McFadden einsteigen. Ich kapriziere mich jetzt darauf. Das McFaddens R-Quadrat ist auch eins, was von einigen Experten für logistische Regression präferiert wird, was aber oft von den Statistikprogrammen nicht ausgegeben wird. Deshalb ist es sozusagen besonders nett und wichtig, es zu kennen, weil man kann es eigentlich relativ leicht selber ausrechnen. Alles, was man dazu braucht, sind zwei Log-Likelihoods. Und zwar steht ihr hier, da steht einmal Full Model und einmal Null oder Null Model. Was heißt das? Ich brauche also die Log-Likelihood von dem Modell, was ich eigentlich beurteilen möchte, was jetzt sozusagen vielleicht meine fertige Lösung in meiner Analyse, in meiner Masterarbeit ist. Und das vergleiche ich aber mit einem, man könnte sagen, reduzierten Modell, einem Null-Model, wo entscheidende Parameter nicht drin sind. Entscheidende Regressoren fehlen vielleicht. Vielleicht ist es Null-Model, aber auch tatsächlich nur ein Null-Model, wo zum Beispiel nur ein Intercept gefittet wird. Also auf jeden Fall können wir festhalten, das Null-Model ist immer einfacher, hat immer weniger Parameter als das Full-Model. Und was dann passiert, sieht eigentlich verdammt nach einem R-Quadrat aus, wie wir es kennen. Hier wird nämlich einfach gesagt, wie verhalten sich diese zwei Log-Likelihoods zueinander? Und das Ganze wird dann von 1 abgezogen. Wenn alles gut geht, funktioniert es auch. Es gibt spezielle Anomalien, wo so ein Term mal negativ werden kann. Das ist nicht so schön. Deshalb sind es aber auch nur Pseudo-R-Quadrate. Im Prinzip sollte es funktionieren, dass sie sich zwischen 0 und 1 bewegen. Und unsere Interpretation ist dann sehr analog zu einem R-Quadrat. Wenn es gegen 1 geht, geht es gegen 100% Varianzaufklärung. Und man verschweigt sozusagen kurzzeitig, dass man gar nicht mit Abweichungsquadraten und eigentlich Varianzen im engeren Sinne hier gearbeitet hat, sondern mit Likelihoods. Historisch war es eigentlich so, dass Cox und Snell, glaube ich, vor McFadden kam, in den wahrscheinlich, war das alles so Anfang der 70er, als logistische Regression aufkommt, also auch schon vor 50 Jahren. Wenn man das mal machen müsste, dass man es in den Taschenrechner reinhauen muss, muss man ein bisschen aufpassen, weil Cox und Snell nun wieder die Likelihood und nicht die Log
Likelihood benutzen. Wir hatten gesagt, eine Likelihood und eine Log-Likelihood, die verhalten sich komplett, das sind komplett monotone Transformationen voneinander. Man kann also immer, wenn man das Maximum von einer Likelihood sucht, oft einfacher das Maximum von einer Log-Likelihood suchen. Nichtsdestotrotz, hier muss man mal kurz aufpassen, wenn hier LL steht, dann heißt es Log-Likelihood. Wenn da nur L steht, ist es tatsächlich nur die Likelihood. Das Problem an diesem Cox und Snell ist, dass es maximal gar nicht 1 werden kann. Das liegt in der Natur dieses Ausdrucks. Mit diesem 2 hoch n hier, das ist schon mal schlecht. Also kam Nagelkerke daher und das ist leider, leider muss man sagen, das R-Quadrat, was die meisten Softwaren uns ausspucken. Das R-Quadrat nach Nagelkerke ist eine Art skaliertes Cox-and-Snell. Der ermittelt, mache ich jetzt hier nicht, der ermittelt, was ist das maximal mögliche R-Quadrat nach Cox-and-Snell, gegeben diese Daten. Und dann skaliert er das sozusagen einfach hoch, dass das mögliche Maximum wieder 1 ist. Klingt nach einer coolen Operation, funktioniert aber nicht wirklich dahingehend, dass dass Nagelkerke dann immer ein bisschen die so optimistische Schätzungen abgibt. Das R-Quadrat ist immer tendenziell ein bisschen zu groß. Da habe ich heute kein Beispiel dafür dabei, aber das lässt sich zeigen. Ich empfehle eigentlich, mit dem R-Quadrat McFadden zu arbeiten. Oder gleich kommt noch eins, was super, super simpel ist, was auch nicht die Likelihood benutzt, das wird euch freuen, nämlich Thures R-Quadrat. Dazu kommen wir gleich noch. Ich habe euch kurz so ein bisschen zum Warmwerden auch vielleicht nochmal ein Datenbeispiel frei erfunden. Ich habe es quasi simuliert, weil ich habe lang gesucht, ob ich für unser Thema Cannabis und Psychose irgendwie einen schönen, einfachen Datensatz finde, an dem wir eine logistische Regression uns mal anschauen können. Es war nicht ganz so trivial. Ich habe jetzt einfach was Kleines erfunden. Hoffentlich halbwegs realitätsnah. Und zwar geht es um folgende Daten. Die seht ihr hier unten rechts. Ein Datensatz, der besteht nur aus ganz wenigen Variablen. Der hat nämlich eine Art Patientenvariable sozusagen, eine Indikatorvariable, eine logische Variable, eine binäre Variable. Ist eine bestimmte Beobachtung, ist eine bestimmte Zeile in diesem Datensatz eine Patientin, eine Psychosepatientin oder nicht? Dann haben wir hier so einen Schizotypie-Persönlichkeitsfragebogen, wo man intuitiv natürlich erwarten könnte, wenn diese Schizotype-Persönlichkeit relativ ausgeprägt ist, das sollte zumindest die Wahrscheinlichkeit, Patient zu werden, nicht gerade senken, sagen wir mal so. Das heißt natürlich nicht, dass man mit einer hohen Schizotypie auch psychotisch wird, aber es sollte so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Und dann haben wir hier noch so einen Indikator dafür, ob, hat irgendein Kliniker in einem Interview vielleicht ermittelt, ob eine Geschichte von THC, also Cannabis-Abusus, vorliegt oder nicht. Ist also eigentlich auch wieder eine binäre Variable, macht uns aber nichts, die können wir als Dummy-Variable in unserem Modell einschließen. Wir könnten also als DAG uns vielleicht sowas hier vorstellen, als Hypothese von uns, dass wir sagen, THC-Konsum sollte die Wahrscheinlichkeit, also im Sinne von einer probabilistischen Verursachung von Psychose, erhöhen. Also dass dann hier der Status, ja, ist Psychose-Patientin oder Patient vorliegt. Wie die Persönlichkeit hier reinspielt, die Schizotype, ob das eine Art Confounder ist, der auch den THC-Konsum beeinflusst, lasse ich jetzt mal außen vor. Ich habe es jetzt mal so gezeichnet. Wie immer, rein hypothetischer Graph. Schocken wollte ich euch jetzt eigentlich, oder schocken kann ich euch damit nicht, aber sozusagen, das ist jetzt das, worum es auf dem Slide eigentlich geht. Hier sind die Ergebnisse von einem logistischen Regressionsmodell, wie es dann in R uns ausgespuckt wird. Das ist einfach mit dem GLM Package. Das ist eigentlich sozusagen das Package für General Linear Models oder eben Generalized Linear Models. Wir können uns mal kurz den Code angucken. Das sollte genau der gleiche sein wie da oben. Was ich hier also mache, ich nehme GLM. Das ist die Variable, die ich vorhersagen möchte. Nochmal, Psychosis ist in dem Fall quasi eine Variable, die nur false, also nur ja-nein sein kann. Binär. Und die wird durch letztlich zwei wichtige, mich interessierende Regressoren vorhergesagt. Und was mache ich hier hinten? Was heißt Family Binomial? Warum steht das da? Was macht das wohl? Was ist die Funktion davon? Warum brauche ich das? Sie zwei darf ich angucken, weil ich weiß, dass sie schon mal eine logistische Regression gerechnet haben. Wahrscheinlich haben sie es in Jamovi gemacht, aber mit Family Binomial, das ist sozusagen das eine, was ihr vorher nicht richtig ausgesprochen habt, als ich euch eingangs gefragt habe, was ist das Entscheidende an einem generalisierten linearen Modell? Da hatte ich eigentlich auf ein Wort noch gewartet, dass das kommt.
Weil das einfach assoziiert sein sollte jetzt in eurem Kopf mit. Wenn ihr hört generalisierte lineare Modelle, dann solltet ihr hören Linkfunktion oder solltet ihr denken. Ich brauche eine Linkfunktion. Ich muss mich entscheiden, oder ich muss einer bestimmten Konvention folgen, wie meine nicht-metrische y-Variable denn modelliert werden soll. Und in dem Fall ist die Entscheidung die Wahrscheinlichkeit, dass diese Psychose-Variable sozusagen 1 wird, zu modellieren. Wir modellieren also Wahrscheinlichkeiten direkt und das tun wir über eine Binomialverteilung letztlich. Deshalb nennt man die binäre logistische Regression manchmal auch eine binomiale logistische Regression. Das ist also das Kommando in dem GLM-Package, womit ich entscheide, das wird jetzt eine logistische Regression. Wenn ich da hinschreibe Family Poisson, dann modelliere ich was anderes. Dann muss ich wissen, dass ich gerade Zähldaten zum Beispiel modelliere. Aber okay, in unserem Fall geht es um eine Ja-Nein-Variable und die Wahrscheinlichkeit, Patientin zu sein, soll modelliert werden. So, jetzt kriegt man hier ein Output. Ich versuche mal dahin zu gucken, was am vertrautesten aussieht. Hier im Mittelteil habt ihr das im Seminar eigentlich schon gemacht. Seid ihr schon so weit, dass ihr in Modelle in R gerechnet habt, lineare Modelle? Das kommt noch zu Genüge, aber zeige ich es euch hier mal. Ihr habt hier was, da steht Koeffizienten und hier finden wir was. Intercept, das klingt gut, das klingt irgendwie vertraut. Steht auch gleich in Klammern, um gleich schon wieder auszudrücken, interessiert uns meistens nicht so irre. Was drückt der Intercept aus? Der Intercept sollte sozusagen so eine Art Grundwahrscheinlichkeit, Patientin zu sein, in diesen Daten ausdrücken. Dann haben wir SPQ und dann haben wir diesen THC Abusus. Da steht gleich True dabei, um uns zu sagen, das Referenzlevel ist sozusagen True. True versus False. Genau. Eigentlich sind wir hier reingegangen, um über Pseudo-R-Quadrat zu reden und das machen wir auch. Ich habe euch aber in grün sozusagen zwei, wenn ihr so wollt, kleine Hausaufgaben oder Fingerübungen hinterlassen, wo ihr euch im Rückgriff auf die letzte Vorlesung nochmal fragen könnt, ob ihr das beantworten könnt. Ich mache es jetzt bewusst nicht. Also, wie wird denn daraus ein interpretierbares Odds Ratio? Wie war das nochmal? Wie interpretiere ich die Koeffizienten von einer logistischen Regression? Das könnt ihr euch bitte nochmal von Hand anschauen. Wir wollen aber sprechen über das Orangene. Es wird uns hier eigentlich, ich habe nur gesagt, Summary von diesem Modell. Sag mir mal, was du so hast. Dann sagt mir R gleich hier unten mit die sogenannte Deviance des entsprechenden Nullmodells, also ein Modell ohne diese interessierenden Regressoren, quasi nur mit einem Intercept, und etwas, was R etwas um die Ecke Residual Deviance nennt. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich über Full Model Deviance sozusagen spreche oder Full Model Log Likelihood. Die zwei Zahlen, um die wird es also gehen und aus denen kann ich mir zum Beispiel ein McFaddens R-Quadrat berechnen. McFaddens R-Quadrat sagt, wie verhält sich die Log Likelihood des vollen Modells zur Log Likelihood des Nullmodells? Und weil die Log Likelihood nur minus zweimal, weil die Deviance einfach minus zweimal die Log Likelihood ist, kann ich dieses minus 2 einfach ignorieren. Das kürzt sich weg, weil sowohl der hätte dann so ein minus 2 und der hätte so ein minus 2. Kann ich direkt ignorieren. Und kann direkt mit diesen zwei Zahlen hier einsteigen, kann sagen, was ist also 1 minus 159 zu 177? Das sollte, wenn ich mich nicht verrechnet habe, also das sollten etwa 90% sein. Das heißt, 1 minus etwa 90% kommt etwa 10% raus. So, und auf einmal können wir damit zumindest umgehen. Die Mathematik dahinter können wir so ignorieren wir so halb und können sagen, aha, ich bekomme von einem Pseudo-R-Quadrat, also eine Aussage, die ich ein bisschen wie ein R-Quadrat behandeln kann. Ich habe ein Modell, nämlich mit diesen zwei Variablen letztlich nur, kann ich etwa 10% des Patientenstatus sozusagen, der Variation im Patientenstatus aufklären. Jetzt noch eine Sache, ein Nachtrag sozusagen. Das werden wir gegen Ende des Semesters hoffentlich noch mal ein bisschen ausführlicher uns anschauen, wenn wir ein bisschen über Machine Learning sprechen, weil wir dann sagen können, naja, die logistische Regression ist eigentlich so eine Vorstufe oder nee, das ist Machine Learning, das kann eine ganz einfache Version von Machine Learning sein. Warum? Weil es eigentlich zur Klassifikation genutzt wird. Das sieht man an diesem Beispiel schon ganz schön. Eine logistische Regression, die benutze ich eigentlich, um zu sagen, kann ich denn wissen, ob jemand Patient wird oder nicht? Was sind Merkmale von Patienten, die uns sagen lassen, ja, das ist ein Patient. Was ist charakteristisch für eine Patientin oder einen Patienten? Das sind so Fragen, die man mit einer logistischen Regression ganz gut beantworten kann. Aber dann nutzt man sie,
für die sogenannte Klassifikation. Über die ganzen Details, wie man korrekte Klassifikation macht, im Machine Learning-Sinne spreche ich heute überhaupt nicht, darum geht es gar nicht, aber an der Klassifikationsidee kann man noch ein neues und auch tatsächlich das neueste, das von 2009, so ein Pseudo-R-Quadrat noch etablieren. Und das ist das R-Quadrat nach Turing. Und das ist eigentlich wirklich sehr, 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 sehr simpel auch. Wenn ihr euch diese Formel anguckt, können wir uns schnell anschauen, was das heißt, aber es sieht irgendwie easy aus. Da werden zwei Größen ausgerechnet und voneinander abgezogen. Keine Log-Likelihoods weit und breit. Was wird gemacht? Wir haben ja gesagt, ein logistisches Regressionsmodell hat als Output sozusagen eine Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, Patientin oder Patient zu sein, die liegt zwischen 0 und 1. Ich kann jetzt fragen, wenn das Modell richtig gut ist, dann müsste es doch eigentlich so sein, dass für die, die wirklich Patienten sind, deren Y-Hut sozusagen, also die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, Patientin zu sein, relativ hoch ist. Und für die, die eben keine Patienten sind, wenn das Modell gut ist, dann sagt das Modell denen auch auf den Kopf zu, du bist wahrscheinlich kein Patient. So wünscht man sich das. So sollte Klassifikation funktionieren. Ja? Wenn ich hier einen Leberfleck habe und das ist ein Tumor, dann soll irgendein Klassifikationsmodell sagen, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Tumor. Wenn es keiner ist, dann soll das Modell natürlich sagen, nö, kannst du in Ruhe lassen. So, ja, das ist gute Klassifikation. Und Turing schlägt jetzt vor oder zeigt sozusagen auf in diesem relativ simplen Paper auch oder relativ lesbaren Paper, dass das quasi auch analog zu den Pseudo-R-Quadraten, die über die Likelihood kommen, funktioniert und meistens sogar besser als in meinem kleinen Beispiel, schön konvergiert, zum Beispiel mit McFaddens R-Quadrat. Also, wenn ich ein R-Quadrat von 1 hier bekomme, ein Turing's R-Quadrat, dann heißt es, ich habe perfekt vorhergesagt. Alle, die Patientinnen waren, haben eine Wahrscheinlichkeit von 1, Patientin zu sein, vorhergesagt bekommen und alle, die keine Patienten waren, haben eine Wahrscheinlichkeit von 0 vorhergesagt bekommen. Dazu muss man jetzt nur noch einen Trick machen, der hat dann quasi, das muss man in jedem Statistikprogramm immer neu rausfinden. Ich brauche jetzt prädizierte Werte. Ich muss jetzt quasi meinem logistischen Modell irgendwie soll eine Prädiktion abpressen. Ich muss ihn dazu kriegen, mir pro Beobachtung nicht nur, also mein der Patientenstatus, den kenne ich ja, mit dem bin ich ja reingegangen. Ja, bist Patient, bist keiner, bist Patient, bist keiner. Jetzt möchte ich aber so eine Art vorhergesagte Wahrscheinlichkeit von dem Modell bekommen. Und das kann man auch sehr, sehr einfach bekommen. In R heißt die Funktion zum Beispiel Predict GLM. Der kriegt als Input genau das Modell, was wir gerade geschätzt haben. Und dann sage ich noch, das ist so Housekeeping, das heißt Type Response. Damit kriege ich dann wirklich eine Wahrscheinlichkeit zurück. Es gibt sogar in Jamovi, wenn du dort ein logistisches Regressionsmodell machst, gibt es unten so einen Knopf, da heißt, steht Save Predicted. Und wenn du das machst, hat dein Datensatz auf einmal eine neue Variable und da stehen prädizierte Wahrscheinlichkeiten drin. Ja. Ah ja, genau, das können wir uns hier jetzt angucken. Das sind wir jetzt gerade erst angekommen auf dem Slide. Wir können jetzt fragen, also was brauchen wir für diese einfache Formel? Wir brauchen zwei Zutaten. Wir müssen zwei, also was heißt denn, also ein Strich heißt eine Art Mittelwert. Immer. X quer ist ein Mittelwert. Also ist das offensichtlich ein Mittelwert, den wir brauchen. Eine mittlere vorhergesagte Wahrscheinlichkeit. Und dass sie vorhergesagt ist, sehen wir an dem Hut. Also es sind quasi Y-Huts. Und die Y-Huts einer logistischen Regression sind, das müsst ihr einfach akzeptieren, keine Einsen und Nullen, sondern wir modellieren Wahrscheinlichkeiten. Wir bekommen zurück für jede Beobachtung eine Wahrscheinlichkeit, die das Modell vorhersagt. Irgendwo auf dieser Achse zwischen 0 und 1. Und das seht ihr genau hier. Ich habe das so ein bisschen jetzt zusammengepuzzelt, damit diese Figur wirklich nur das zeigt, was uns interessiert. Ich hatte für diese Simulation, glaube ich, mit 300 Patientinnen und Patienten gearbeitet. Das heißt, ihr seht hier auch in der Tat etwa 300 Pünktchen. Seht ihr nicht, aber sage ich euch. Und ihr seht hier die Y-Hut, die vorhergesagte Wahrscheinlichkeit, Patientin zu sein, vom Modell für all jene, die eben keine Patienten sind. Und wenn alles gut geht, sollte das niedriger sein als für die, wo die Patienten sind. Das hat funktioniert hier. Insgesamt sagt das Modell eher niedrige Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein vorher. Das mag durchaus richtig sein, weil das auch insgesamt in dem Datensatz wahrscheinlich der Fall ist, dass da wenig Patienten drin sind. Was Turing's R-Quadrat übrigens aber nur macht, ist, es schaut jetzt einfach, was ist die absolute Distanz.
Ist also ganz lustig, sich kurz anzugucken. Wenn das Modell aus irgendwelchen Gründen es genau backwards gemacht hätte und den Patientinnen eine niedrige Wahrscheinlichkeit vorhersagt, Patient zu sein, und den Nicht-Patienten eine hohe, dann wäre das trotzdem eine gute Trennung sozusagen, eine gute Klassifikation, wenn auch quasi mal minus 1. Das ist aber bei der Klassifikation oft so, dass es nur um die Trennung der Klassen geht. Insofern ist Thures R-Quadrat eben so auch ein klassifikationsbasiertes Maß. So, und da kommt jetzt also raus, der Unterschied ist 6%. Das würde man interpretieren, dass Thures R, also dieses klassifikationsbasierte, bei diesem Datensatz etwa 6% Varianzaufklärung hinbekommt. Das konvergiert jetzt nicht perfekt mit den 10 Quadrat von McFadden, aber ist auch nicht komplett woanders. Jetzt nicht 30% oder sowas. Diese ganzen R-Quadrats, Nagelkerke meistens das größte, Cox und Snell, McFadden, dann war da noch ein Cohen's R-Quadrat oder Thures R-Quadrat, die sollten schon etwa in einem ähnlichen Bereich liegen. Aber es kann sich lohnen, sich nicht auf eins zu verlassen, sondern eben mehrere auszurechnen. Genau, das quasi ein kurzer Rückgriff, hat doch wieder fast schon eine halbe Stunde gebraucht, in die Pseudo-R-Quadrat-Maße. Jetzt kommt das Eigentliche der heutigen Veranstaltung. Entschuldigung. Ich möchte mit euch über, also Themenwechsel, Pseudo-R-Quadrat legen wir jetzt ad acta, kurz. Ich möchte mit euch über hierarchische lineare Modelle sprechen. Und dazu fangen wir einfach mal mit einem ganz einfachen Beispiel an, nämlich diesem Graph. Was hier gezeigt ist, kommt im weitesten Sinne aus der Arbeitspsychologie. Sowas könnte irgendwie aus Frau Pfeifers Arbeitsgruppe oder so sein, ist aber ein Lehrbuchbeispiel hier. Was ist hier los? Die Verantwortung, die eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer hat, ist irgendwie umgekehrt proportional zur Zufriedenheit, die diese Arbeitnehmerin hat. Ich weiß nicht, was ihr so über Arbeitspsychologie weiß, wisst, aber für mich passt das nicht so richtig. Für mich passt das auch nicht zu meiner eigenen Introspektion irgendwie. Seit ich mehr Verantwortung habe, macht mir mein Job eigentlich tendenziell eher mehr Spaß oder sowas. Also so für mich gesprochen. Also was ist hier passiert? Was könnte hier los sein? Die einfache Erklärung ist, dass wir es hier mit einem Simpsons Paradox zu tun haben. Kennt ihr noch Simpsons Paradox? Hatte ich auch schon mal erwähnt. War mal in Vorlesung 2. Ging es eigentlich auf den ersten Blick um was komplett anderes, könnte man meinen. Ging es um Nierensteine und um den Erfolg von OP-Methoden und sowas. Was wir gerade hier sehen, ist im Kern genau dasselbe Problem. Nämlich, was sich hier dahinter versteckt, was man in dem Graph einfach nicht gesehen hat. Einfach, weil man es nicht angeschaut hat. Weil man ein einfaches lineares Modell Arbeitszufriedenheit regressiert auf Verantwortung gerechnet hat, ist die Tatsache, dass genau so eine hierarchische Struktur in diesen Daten vorliegt. Sobald man weiß, dass sich hier dahinter drei verschiedene große deutsche Unternehmen verstecken, ich glaube übrigens, die Daten sind komplett erfunden, aber you get the idea. Ja, also hier sind drei Firmen dahinter versteckt. Drei ehemalige Staatsunternehmen sogar, muss man auch sagen. Die Telekom, die Post und die Deutsche Bahn. Genau. Was ist jetzt los? Jetzt sehen wir hier aber drei Regressionsgeraden sozusagen. Ja, das ist schon irgendwie also eine ganz andere Analyse offensichtlich. Und jetzt passt es aber wieder ein bisschen zu unserem fußgängerischen Arbeitspsychologiewissen, dass wir sagen würden, okay, in jedem einzelnen dieser Unternehmen scheint es so zu sein, dass mehr Verantwortung zu mehr Zufriedenheit führt. Gleichzeitig, und das ist eben aber das Entscheidende, was zu Simpsons Paradox beiträgt, ist es eben nicht egal. Also ich muss wissen, über welche Firma ich gerade rede. Ich muss sozusagen wissen, damit ich diese Analyse rechnen kann, wer gehört zu einer Firma. Und wenn sowas auftritt, wenn das ganze Bild sich komplett dreht, das ist ein Extremfall, aber auf jeden Fall ist das Bild ein anderes, wenn ich sozusagen weiß, huch, die Beobachtungen, die ich da habe, sagen wir mal, vielleicht sind es auch 300, 400 Beobachtungen, die sind eben geclustert. Die sind nicht alle unabhängig, offensichtlich. Ja? Es spielt eben eine Rolle, aus welchem Unternehmen du kommst. Ein erster Unterschied, der einem ja auffällt, ist also generell sind alle bei der Telekom, in diesem Beispiel, zufriedener als bei der Deutschen Bahn. Das kann man sich sogar irgendwie vorstellen. Ja?
Und irgendwie haben die bei der Deutschen Bahn aber vielleicht auch noch mehr Verantwortung. Also generell ist die Deutsche Bahn so in einem ganzen, die wohnt in einem ganz anderen Eck sozusagen von diesem Plot als die Telekom und die Post irgendwo dazwischen. Wir haben also hier mehrere Effekte, die sich überlagern. Man kann jetzt auch nicht sagen, welcher ist einfach wahr oder welcher ist falsch, sondern sie treten einfach gemeinsam auf. Auf der Ebene der Person, ja, und das ist jetzt diese Ebenenidee, die hier reinkommt. Je nachdem, wie ich meine Daten anschaue, auf der Ebene der Person, des Individuums, man kann auch sagen, in dem Graph auf der Ebene eines einzelnen Punktes, sind Handlungsspielraum, also Verantwortung und Arbeitszufriedenheit positiv korreliert. Darüber hinaus gibt es aber einen, und das können wir gleich noch beziffern, wir können das sogar in Zahlen gießen, man kann schon mal sagen, einen eigentlich viel größeren oder das ganze Bild dominierenden Effekt der Unterschiede zwischen diesen Unternehmen. Ja? Und das ist eben die hierarchische Struktur in den Beobachtungen. Was das auf der Ebene des linearen Modells heißt, und deshalb habe ich es auch so ein bisschen motiviert in der Übersicht für die heutige Vorlesung oder wenn ich sage, was das eigentlich Neue ist, ist, dass die Fehler, die wir machen bei so einem Regressionsmodell, eben nicht identically and independently distributed sind. Die sind nicht IID, ja? Sondern die Menschen, die für die Deutsche Bahn arbeiten, haben also mehr gemeinsam, als sie haben mit Kolleginnen und Kollegen aus der Telekom. Und das muss mein Modell eben berücksichtigen. Da können wir jetzt stundenlang darüber diskutieren, wie wir den Graph genau malen. Ich biete trotzdem mal einen Graph, eine Art DAG an, der das zeigt. Und das kann euch dann schon an diese Nierenstein-Situation auch erinnern. Wir haben eine Art Drittvariable, in dem Fall vielleicht Firma, die einen Einfluss auf beide Variablen nimmt, auf die Zufriedenheit und auf den Handlungsspielraum oder die Verantwortung. Und wenn wir die nicht berücksichtigen, dann ist sozusagen, dann haben wir ein Problem, weil dann eigentlich dieser Fehler hier nicht mehr unabhängig vom Handlungsspielraum ist, sondern es gibt dann eigentlich hier so könnt ihr auch sagen, einen Backdoor-Pfad. Das heißt, wir können uns, glaube ich, schon schnell darauf einigen, dass die Betrachtungsweise, die Firma berücksichtigt, wie immer wir das genau mathematisch machen, auf jeden Fall nicht falscher ist, sondern eigentlich irgendwie adäquater. Ja? Genau. Jetzt könntet ihr natürlich noch sagen, ja gut, nee, ach so, genau, zwei Schritte. Erstens sollten wir mal fragen, okay, also hier ist es irgendwie eindeutig in dem Beispiel oder sinnfällig, aber ab wann soll ich denn von einer hierarchischen Struktur sprechen? Es müsste ja nicht ganz so drastisch sein, dass das sozusagen so jetzt komplett umgedreht hat, das Bild. Es könnte ja auch sein, die Korrelation ist, wenn ich alles zusammen betrachte, schon ähnlich, hat eine ähnliche Richtung, aber vielleicht sind die Gruppen ein bisschen verschoben. Also ab wann spricht man denn von einer hierarchischen Struktur? Ja? Und das kann ich letztlich über so eine Varianzattribution wieder machen. Also da vergesst bitte alles, was ich gerade unglücklicherweise in derselben Stunde über Pseudo-R-Quadrats erzählt habe. Und bleiben wir mal ganz altmodisch bei unserem Statistik-2-Wissen über Abweichungsquadrate. Wir können natürlich für so einen Datensatz erstmal sagen, wie viel Abweichung von einem Gesamtmittelwert, der liegt vielleicht hier irgendwo bei 6, ist denn da drin? Können wir irgendwie ausrechnen? Und dann können wir natürlich fragen, wie viel dieser Gesamtabweichung ist schon drauf, wie viel kann ich schon kennen, wenn ich einfach nur die drei Mittelwerte dieser drei Firmen kenne? Dann sehe ich schon, das erklärt schon wahrscheinlich ziemlich viel. Die ganze Telekom sitzt oben, die ganze Deutsche Bahn sitzt unten und damit ist schon relativ viel der Gesamtvarianz erklärt. Und das ist eine Situation, die wir dann als geclustert sozusagen auch bezeichnen würden. Also man kann sagen, die Varianz zwischen den Level-2-Einheiten, zwischen den drei Firmen, ist viel größer als die Varianz, die dann innerhalb einer Firma, also einer sogenannten Level-2-Einheit, eigentlich noch da ist. Und da gibt es ein Maß dafür. Ja, gerne. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Wie geht das nur? Das ist genau der Punkt. Der einzige Unterschied ist, dieses Modell weiß nichts von Firma. Das ist der einzige Unterschied. Beides ist wahr, sozusagen. Also, ich habe nichts gefälscht oder so. Das sind die Daten. Wenn Sie diese Daten nehmen und an die eine Regression fitten, kommt das raus. Deshalb ist es paradox. Und wenn Sie noch sagen, ach, ich nehme noch Firma mit ins Modell auf, dann kriegen Sie sowas.
Da können Sie jetzt zurückgehen. Gehen Sie zurück. Ich habe auch heute nochmal dabei, wenn Sie Zeit erlaubt. Gehen Sie zurück zu den Nierensteinen. Gucken Sie sich diese Nierensteintabelle in Vorlesung 2 an. Da war es genauso. Wenn Sie nicht berücksichtigt haben, wie groß der Nierenstein ist, dann kamen Sie zu dem Schluss, der Zusammenhang ist so, dass die eine OP-Methode den Outcome verbessert. Wenn Sie in jedem Stratum, sage ich auch, in jedem Stratum, also wenn Sie für die Nierensteingröße kontrollieren, ja, das ist so, wie wenn Sie hier für die Firma kontrollieren, dann dreht sich das Bild. Ja? Also danke für diesen Einwurf, weil genau das ist der Punkt, dass man denkt, hä, wie kann das sein? Aber es kann erstmal sein, das ist das Paradoxon. Der sogenannte Intraclass-Korrelationskoeffizient, der kommt in der Statistik auch in mehreren Geschmacksrichtungen. Es gibt ca. 6 verschiedene Arten, den auszurechnen. Also es gibt genau 6 verschiedene Arten, die etabliert sind. Ich zeige euch einfach nur die eine Art, die wir hier brauchen. Der Intraclass-Korrelationskoeffizient, den findet ihr manchmal auch bei so Problemen, dass man sagt, wie sehr stimmen Rater und Raterinnen überein. Da in dem Kontext haben manche von euch vielleicht schon mal vom Intraclass-Korrelationskoeffizient gehört. Im Prinzip kann der uns sagen, liegt denn eigentlich in unseren Daten sowas wie so eine Mehrebenenstruktur vor, die wir ernst nehmen sollten? Oder können wir das Ganze auch ignorieren? Was der eigentlich macht, ist, der fragt also, wie wir es gerade ohne Zahlen getan haben. Ich habe gefragt, wie viel Varianz haben die drei Firmen untereinander quasi? Also wie weit liegen die Mittelwerte der drei Firmen auseinander schon? Und das ins Verhältnis gesetzt zur Gesamtvarianz, die da ist. Also, das heißt, da seht ihr nochmal die Firmenvarianz und die dann noch übrige Varianz zwischen den Individuen, die nicht durch die Firmen erklärt werden kann. Das erinnert also sehr auch an so ein Eta Squared oder sowas aus der Varianzanalyse. 2 Extremszenarien, erfundene Daten. Hier haben wir zum Beispiel drei, wenn man so will, drei Gruppen oder drei Firmen, könnten wir auch sagen, um im Bild zu bleiben. Und die Beobachtungen, die jeweils aus diesen Firmen stammen, die clustern sozusagen relativ stark. Die sind relativ stark zentriert. Man könnte auch sagen, es gibt nicht so irre viel Overlap zwischen den drei. Es gibt schon Overlap, aber wie stark der Overlap ist, der Überlapp, das kann uns eben der Intraclass-Korrelationskoeffizient sagen. Der wäre in diesem Beispiel zum Beispiel 0,55. Wenn es gut läuft, ist der Intraclass-Korrelationskoeffizient auch maximal 1. Das wäre auch schön. Also liegt er irgendwo zwischen 0 und 1. Hier wiederum die drei Firmen, aber eine andere Datenlage, da ist es so, dass das überhaupt nicht clustert. Ja? Du siehst, du kannst den Punkt eigentlich jetzt nicht ansehen, zu welcher Firma er gehört. Entsprechend ist der Intraclass-Koeffizient sehr, sehr nahe an 0. Und hier würden wir sagen, da liegt keine hierarchische Struktur vor. Entsprechend wird das ganze Modell auch nicht davon profitieren, das zu tun, was wir heute machen wollen, nämlich hierarchische lineare Modelle rechnen. Hier durchaus. Und im Bereich dessen, was wir gerade ausgerechnet hatten oder was ich euch mitgebracht hatte als Extrembeispiel, hier ist der Intraclass-Korrelationskoeffizient sogar etwa 0,8 oder sowas. Also sehr, sehr hoch. Ja, da gab es 2 Fragen bei Ihnen daher. Ich glaube, wir haben die gleiche Frage. Mhm. Level 2 bedeutet jetzt einfach, dass es innerhalb einer Gruppe ist? Oder? Genau, also der Begriff Level 1, Level 2, der zieht sich jetzt durch die ganze Vorlesung, der kommt immer mal wieder, je nach Beispiel. In unserem Beispiel gerade ist das zweite Level die Firma sozusagen. Das erste Level ist immer das, womit wir anfangen, unsere ursprünglichen Beobachtungen. Man kann auch, Entschuldigung, wenn ich da so hin und her springe, man kann auch sagen, in diesem Graph, der nichts von Firmen wusste, haben wir unsere Beobachtungen. Das ist unser typisches Level, unser normales Level 1 sozusagen. Und wenn wir jetzt über eine hierarchische Struktur sprechen, dann führen wir ja neu ein, huch, es gibt eine Art Clustering auf einem höheren Level, zum Beispiel in diesem Fall Firma. Ich will es aber, ich muss es deshalb so ein bisschen offen halten, weil wir gleich uns auch angucken können, und so ist es in der Experimentalpsychologie und in den kognitiven Neurowissenschaften sehr oft, dass der Proband, das Individuum, selbst eine Level-2-Einheit ist. Und wenn ich Messwiederholungen mache, zum Beispiel, Sie steuern 400 Durchgänge bei zu meinem Modell, dann sind Sie das Level-2 und Ihre einzelnen Durchgänge das Level-1. Ja. Das wäre einfach, Entschuldigung, ich muss kurz gucken, wo wir das am besten, wo hatte ich das hingeschrieben? Entschuldigung, dieses Hin und Her, das nervt mich selber immer. Das ist die Varianz, die Firma erklären kann. Technisch rechnen Sie das aus, indem Sie einfach die drei Mittelwerte der Firmen nehmen. Ja?
wie stark, also die, die bei mir Varianzanalyse früher gehört haben, die können sich erinnern, dass wir das in der, als wir über ANOVA oder so gesprochen haben, hatten wir das auch immer. Was ist der Mittelwert in den drei Gruppen und wie viel erklärt der schon sozusagen? Das ist jetzt gerade hier die, die Varianz der Level 2 Ausprägung, heißt die Varianz der drei Firmen, die sich über Firma erklären lässt. So, was würdet ihr denn jetzt machen? Also ihr habt, glaube ich, akzeptiert, dass das irgendwie cooler ist. Oder was heißt cooler? Also dass es auch, auch richtig sein muss oder vielleicht irgendwie richtiger ist, dass wir mehr Informationen haben, wenn wir uns dieses Pro-Firma angucken, weil dann sahen wir einen positiven Zusammenhang. Auf jeden Fall, das ist doch gut eigentlich. Das irgendwie ist plausibler. Aber okay, warum brauchen wir jetzt ein hierarchisch-lineares Modell? Warum nicht einfach drei Regressionen machen pro Firma? Das wäre so der typische Zugang, den man jetzt intuitiv mit normalem Statistik 1, 2 Handwerkszeug machen würde. Weil man sagen würde, huch, okay, irgendwie muss ich Firma berücksichtigen, aber vielleicht mache ich das dann einfach so, dass ich jetzt halt einfach drei getrennte Regressionen mache. Ja, kann ich ja machen. Also ich kann dreimal so ein Modell aufschreiben, dass ich dreimal Arbeitszufriedenheit aus Verantwortung vorhersage und dann jeweils Regressionsgewichte schätze. Und dann werden vielleicht auch, also es kommen natürlich unterschiedliche Regressionsgewichte raus, jede mit ihrem Schätzfehler. Kurz gesagt, ohne euch da zu lang rhetorisch hinhalten zu wollen, das kann man machen. Das wäre auch sozusagen die Antwort gewesen, die man vielleicht vor 30 Jahren standardmäßig gewählt hätte. Oder auch in der Biologie oder so, wo hierarchisch-lineare Modelle vielleicht noch nicht so verbreitet waren bis vor kurzem in den Neurowissenschaften, hätte man das vielleicht auch so gemacht. Was jetzt eigentlich gegenübersteht, wenn ihr so wollt, ist das, was wir auf dem ersten Slide gesehen hatten, den ich euch heute gezeigt hatte zu dem Thema, den könnte man als Complete Pooling bezeichnen. Nach dem Motto, ignoriere halt die Firmen, ist doch egal. Ja, so nach dem Motto, ich ignoriere das einfach und mache ein herkömmliches lineares Modell. Nachdem man es einmal gesehen hat, wie es aussieht, wenn man die Firma berücksichtigt oder die Level 2 Einheiten oder Gruppen oder wie man sie nennen will, dieses Gecluster, diese Clusterstruktur, würde man sagen, ist vielleicht nicht so clever, aber man könnte es natürlich machen. Und umgekehrt könnte man sagen, ich mache gar kein Pooling, ich mache einfach drei getrennte Regressionen. Dann habe ich aber jeweils nur ein Drittel der Daten berücksichtigt. Ich habe jedes Mal eine leicht andere Schätzung. Die Parameterschätzungen können sich sonst wie verhalten. Ich habe dreimal mit einem komplett neuen Problem zu tun. Und hier kommen jetzt die hierarchisch-linearen Modelle ins Spiel. In Ermangelung des einen richtigen Platzes, wo das Simpsons-Paradox nochmal wohnen könnte, habe ich es jetzt dahin geschoben, aber ich werde jetzt, weil wir es kurz schon besprochen hatten, da jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich lasse sie da drin stehen, die zwei Slides. Das nur nochmal zur Erinnerung. In Simpsons-Paradox hatten wir quasi noch nichts mit linearen Modellen gemacht, aber wir hatten ein Problem, was extrem ähnlich war. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, aber wie gesagt, wenn man das ignoriert hat, die Größe der Kidney Stones, dann kam man zu einem komplett umgekehrten Schluss, als wenn man pro Kidneystone-Größe geschaut hat. Und nur damit sozusagen alles zusammenpasst, habe ich hier auf ein Slide hingeschrieben. Wir hatten damals in Vorlesung 2 das sozusagen so ein bisschen als Wahrscheinlichkeitsrechnung ausgeschrieben. Das ist von Pearl die Definition für einen, wie ich eigentlich kontrolliere, für so einen Confounder, wie ich einen Backdoor schließe. Und was der da eigentlich macht, ist, der geht in jedes Level. Man könnte jetzt sagen, jedes Level der Level 2 Einheiten rein, also in jede Ausprägung von Kidney Stone, gibt es aber nur zwei, nämlich kleine Kidney Stones und große Kidney Stones, und kontrolliert dafür. Genau das macht ein lineares Modell, hier damit mal alles zusammenkommt. Was wir dann machen würden für so einen Kidney Stone Fall, wäre ein logistisches Modell, weil wir würden eigentlich sagen, im Individuum war die OP ein Erfolg oder kein Erfolg. Dann kommt so eine logistische Funktion zum Einsatz und da oben drin, das Rückgriff auf letzte Woche nur, versteckt sich der lineare Ausdruck, der lineare Prädiktor und dort müsste man sozusagen die Kidney Stone Größe mit einschließen als Dummy-Variable, dann ist das alles komplett dasselbe in grün. Und man kann sagen, ja, okay, damit habt ihr auch die hierarchische Struktur in den Daten berücksichtigt. Das ist richtig. Wir machen es jetzt nur heute ein bisschen allgemeingültiger und komplizierter. Also so ein Fall, dass man nur drei Firmen hat oder nur zwei Kidney Stone Ausprägungen. Gar kein Problem,
einfach mit ins Modell aufnehmen, dann ist dafür kontrolliert. Man könnte auch sagen, ihr habt sozusagen dann das Dummy kodiert ins Modell aufgenommen. Aber wir wollen uns heute das allgemeingültigere Prinzip dahinter anschauen. Und dazu kommt jetzt so ein kleiner Block Begrifflichkeiten sozusagen. Also so ein bisschen das, wie so eine Art Einleitungstext oder sowas zu gemischt linearen Modellen oder hierarchisch linearen Modellen. Der Begriff Hierarchical Linear Models, der kommt so im weitesten Sinne, würde ich sagen, aus der Bildungsforschung eigentlich. Also Brück und Raudenbusch oder Raudenbusch und Brück, die haben dazu ein paar Paper geschrieben. Die hatten auch das erste, wie es manchmal so ist, eine Methode wird ein Erfolg, wenn du eine Software dazu anbietest. Die hatten also die erste Software, so ein kleines Windows-Programm, mit dem man solche Modelle schätzen konnte. Warum Bildungsforschung? Das kann man vielleicht kurz sagen an der Stelle. Wir haben über Level 2 Einheiten und so gesprochen. Wenn ihr so eine PISA... Ja, gerne. Ja. Wie bitte? Genau. Der Klasseneffekt, der Schuleffekt, das geht genau in die Richtung. Wenn ich also eine Klasse... So, mach so eine PISA-Studie oder sowas, ja, oder Leistungserhebung aller vierten Klassen oder sowas, dann kann man ja schon sagen, dass die Kinder, natürlich steht jede Schülerin für sich auf eine gewisse Art. Oder man könnte auch in unserer heutigen Sprache sagen, ein gewisser Varianzanteil wird darauf zurückzuführen sein, dass sich jedes Individuum voneinander unterscheidet. Aber ein anderer Varianzanteil wird vielleicht darauf zurückzuführen sein, dass die gleiche Mathelehrerin haben, dass die den ganzen Tag zusammen rumhängen, dass sie den gleichen Stoff hatten, dass die Lehrerin in der gleichen Woche krank war, etc. Und dann ist es vielleicht auch noch so, dass die ganzen Klassen, die in der Paul-Klee-Schule sind, das gleiche Prinzip können wir also für Schüler und Klassen besprechen, aber das kann sich auch fortsetzen auf ein drittes oder sogar viertes Level. Man kann auch sagen, auch die Klassen sind vielleicht wieder geclustert in Schulen oder in Städten. Ja? Und diese Idee, die haben quasi Brück und Raudenbusch hier eingeführt oder uns erlaubt, zum ersten Mal zu modellieren. Linear Mixed Models, wenn ihr das hört, oder manchmal auch GLMMs für General oder Generalized Linear Mixed Models, ist genau das Gleiche. Immer wenn so ein MM irgendwo in der Methode drinsteht, geht es um hierarchisch-lineare Modelle. Genau, das hatte ich gesagt, Bildungsforschung ist das typische Beispiel dafür. Und jetzt kommt noch was anderes rein. Ein anderer Name dafür ist einer, nämlich sogenannte Random Effects Models. Das ist auch das Gleiche in grün und das können wir uns jetzt auch anschauen, warum die hierarchisch-linearen Modelle gerne auch als Random Effects Models bezeichnet werden. Mixed Effects Models, Mixed Models, Mehrebenenanalysen, wenn man es deutsch mag. Und was wird hier gemixt? Warum mixed? Hier werden eben jetzt gleich, und das ist der eigentliche Trick von Brück und Raudenbusch, der hier greift, es werden sogenannte Fixed Effects und sogenannte Random Effects gemischt. Und das haben wir bisher nicht gemacht. Was ist ein Random Effekt? Um es kurz vorneweg zu sagen, ihr kennt bisher in eurer Statistikerinnenkarriere genau einen Random Effekt, den ganz typischen, nämlich Probanden. Wenn ihr eine Studie macht, dann sagen wir doch immer, wir ziehen die Probanden sozusagen zufällig, hoffentlich, ja, und in einem beliebigen Experiment, das ihr durchführt, vielleicht im Expra oder sowas, sind üblicherweise dann die Probanden ein Random Faktor. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, wenn wir mal kurz auf diese zweite Definition von Tukey zu gucken, das sind unterschiedliche Definitionen, was ein Random versus ein Fixed Effect ausmacht. Wenn wir sagen, hier der zweite Teil vom zweiten Satz, when the sample is a small, oft zu vernachlässigender part of the population, the corresponding variable is random. Das ist so definieren wir, was random ist, was wir random in unserem Modell gleich aufnehmen. Und das ist für Probanden gilt es ganz sicher. Du machst 30 Probanden, du möchtest aber, dass was immer du in den 30 findest, irgendwie generalisiert auf ja, alle möglichen Probanden. Du machst eine psycholinguistische Studie, wofür du dir Wörter und Sätze ausdenkst. Oder, ja, oder eine Studie mit Gesichtern. Du musst Gesichtsstimuli auswählen und zurechtschneiden und bearbeiten. Dann denkst du üblicherweise über diese Stimuli schon nach als stellvertretend für all mögliche Gesichtsstimuli, die du hättest nehmen können. Also dann würdest du auch deine Stimuli als random auffassen. Hingegen, wenn du sagst, das sei hier mal für den Fixed-Effekt gezeigt, was ist denn dann im Gegenteil ein Fixed-Effekt? Wenn ich sage, ich habe 5 Vokale, im Deutschen gibt es vielleicht ein paar mehr, aber ich nehme in meiner Studie jetzt, ich mache eine psychoakustische Studie, da spiele ich meinen Probanden A's, E's, I's, O's und U's vor, dann würde ich sagen, das sind die Ausprägungen meines Regressors, meines Faktors, die mich interessieren. Dann ist es fixed sozusagen. Da gibt es jetzt nicht noch
100.000 andere. Das ist keine Zufallsvariable, sondern die fünf interessieren mich. Oder wenn ich sage in einer Cognitive Neuroscience Studie, naja, ich messe in der linken und in der rechten Hirnhälfte und das möchte ich auch nachher mitmodellieren. Ich habe einen Faktor in meinem Modell, der sagt, kamen die Hirnantworten von links oder von rechts, dann ist Hirnhälfte in dem Fall ebenfalls ein Fixed Factor. Und klassische Designs für klinische Studien. Ich nehme die eine Droge, ich nehme die andere Droge und dann nehme ich noch Placebo. Das wäre Fixed. Das ist erschöpfend sozusagen alle Levels, die ich untersuchen möchte. Also dieser Unterschied, was ist random in unserem Design und was ist fixed, den müssen wir als Forscherinnen und Forscher quasi machen. Das steht hier unten auch nochmal. Wir müssen für unser Modell definieren, was wird als fixed modelliert und was als random. Und ihr ahnt es vielleicht schon, wenn wir ein hierarchisch lineares Modell machen, werden wir jetzt gleich anfangen, zusätzliche random Terme zuzulassen, kann man auch sagen. Wir werden bestimmten Größen in unserem Modell erlauben, zufällig zu variieren. Und damit wird das Modell komplizierter, aber es wird eben auch flexibler. Und wir werden sehen, dass so ein Fall wie in dieser ganzen Punktwolke konnte die gerade erstmal gar nicht anders als negativ sein. Und als wir zugelassen haben, dass es da Firmen gibt, die, ja, ich sag ruhig mal, zufällig variieren können, gab es auf einmal, hat der ganze Trend sogar gedreht. Und darum wird es jetzt also im Folgenden gehen. Random Effects, vielleicht das noch kurz auch ausgeschrieben, wenn wir über Fixed Effects das hatten, nochmal Beispiele für Random Effects auf dem Slide. Ja, Herr Liefeld. Wie genau kann man denn zulassen, dass Hirnhälften dann variiert? Also wenn wir nur zwei Fixed Hirn. Ja, die lassen wir auch nicht variieren. Die lassen wir eben fixed. Das ist ein klassischer. Man kann in hierarchischen Modellen selber entscheiden, was. Kann man machen, aber bei manchen macht es nicht Sinn. Und das erklärt dieses Slide ganz gut. Im Prinzip macht es erst so richtig Sinn, etwas random zu machen oder zuzulassen, wenn auch eine hinreichende Anzahl verschiedener Ausprägungen schon auch mal in deinem Modell jetzt oder in deinen Daten schon mal da ist. Ja? Also als wir vorher darüber gesprochen haben, die hierarchische Struktur mit diesen Kidney Stones abzubilden, dass wir gesagt haben, wir brauchen große und kleine Kidney Stones, das wäre nichts für random oder sowas. Ja? Oder eigentlich ganz ehrlich gesagt auch die drei Firmen sind auch noch kein Fall für random. Aber eine Bildungsstudie zu machen, wo du 30 Schulen drin hast oder vielleicht sogar mehr, da ist es auf jeden Fall relevant oder 30 Arztpraxen. Oder auch in unserer Studie, die wir so üblicherweise machen, vielleicht 15 Probanden, 18 Probanden, 40 Probanden. Das ist ein typischer Fall für einen random Faktor. Und das Ziel ist sozusagen immer die Frage, wenn wir die Absicht haben, was immer dieses Modell produziert, zu generalisieren in seiner Gültigkeit für andere nicht gemessene Ausprägungen dieses Random Faktors, für andere Schulen, für andere Probanden zum Beispiel, dann würden wir versuchen, etwas als Random Faktor in unser Modell einzuschließen. Es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich sage, dass auch diese Modelle also qua ihre Komplexität nur noch mit Maximum Likelihood geschätzt werden können. Also diese Abweichungsquadrate spielen hier ebenfalls keine Rolle. Ordinary Least Squares nützt uns hier nicht viel. Meistens wird sogar Restricted Maximum Likelihood benutzt. Das heißt, es werden gar nicht alle Parameter auf einmal geschätzt. Und die Modelle untereinander zu vergleichen, da gilt alles, was wir jetzt so letztes Mal schon über Likelihood besprochen haben, diese Informationskriterien, also AKIKIS-Informationskriterium zum Beispiel, wird dann oft benutzt, um Modelle unterschiedlicher Komplexität zu vergleichen. Also bei allem, was wir jetzt im Rest der Vorlesung noch machen, ist es nämlich so, dass man sagt, na gut, vielleicht macht es das Modell besser, einen random Term hinzuzunehmen, vielleicht ist es aber auch Overkill sozusagen oder wir können nicht zeigen, dass es das Modell besser macht. Und dafür nützen dann solche Informationskriterien. Ich würde also dann das Modell einmal ausrechnen mit diesem Parameter und dann ein entsprechendes AKIKIS-Informationskriterium bestimmen und einmal ohne den Parameter und das dann vergleichen. Ja? Kann man dann sagen, dass Ja, da würde ich nicht widersprechen. Das ist eine Möglichkeit, wie man es auch interpretieren kann. Ja, glaube ich. Das passt ganz gut. Okay, also wir haben jetzt heute quasi vor uns auch nur noch, das würde ich aber auch gerne jetzt versuchen, quasi durchzuziehen, weil also ihr geht dann in die Details dessen mit Frau Thun hundertprozentig noch rein. Aber ich versuche jetzt einmal durchzukommen, damit wir sozusagen, wir müssen eigentlich jetzt an zwei Stellen bauen wir jetzt in unser lineares Modell Random Terms ein.
Das kann ich auch gleich vorneweg sagen. Wir werden versuchen, einen sogenannten Random Intercept zu machen. Das wird unseren Daten erlauben, so wie wir es bei den Firmen gesehen haben, so ein bisschen rauf und runter zu fliegen erstmal. Und dann werden wir aber auch noch Random Slopes einführen. Wir werden also auch noch unserem Modell erlauben, dass jede Level 2 Einheit, also zum Beispiel jede Firma, jede Schulklasse, ihre eigene Steigung bekommt für jeden, für den Regressor. So, wenn wir zunächst mal ein einfaches Regressionsmodell uns anschauen. Für jeden Mensch aus jeder Firma, zwei Indizes, I und J, kann ich natürlich einen Intercept finden und ich kann ein Regressionsgewicht finden. Das könnte ich einfach per Least Squares machen, Matrixdivision, you name it. Geometrisch ist egal, also auf jeden Fall kann ich so ein Regressionsgewicht erstmal finden. Könnte ich machen. Das ist ein sehr, sehr einfaches Modell. Und ich hätte das dann für jeden, für jede Verantwortung dieses Individuums in Firma J getan. Und dann mache ich natürlich auch noch einen Fehler. Wir können auch sagen, einen gewaltigen Fehler. Und dabei, wenn das so ist, wenn es also das die Datenstruktur ist, dass, der, dass, eben, dass ich zwei Indizes eigentlich brauche, die sind nicht nur Individuen, die sich unterscheiden und die aus einer zufälligen Verteilung kommen und unabhängig voneinander sind, sondern wir haben dieses Clustering auf dieser J-Ebene, zum Beispiel, weil sie aus der gleichen Firma kommen oder aus der gleichen Schulklasse, dann machen wir quasi, riskieren wir zwei Dinge. Wir nutzen Informationen nicht, die da ist, die unser Modell verbessern könnte, nämlich dieses Clustering. Und wir machen sogar regelrechten Fehler, weil vermutlich die Annahme der unabhängigen Residuen verletzt wird. Das kann man testen, aber das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass das dann passiert, weil der Fehler, den das Modell macht, eben auch von der Firma abhängen wird oder der Level 2 Einheit, in der du bist. Der erste, erstmal irgendwie auch ganz einfache Trick ist folgender. Wir nehmen diese Gleichung und wir erlauben jetzt einfach diesem Intercept, also ich weiß nicht, ob ihr das so mit klarem Auge seht, wenn ihr das mit Zahlen versehen würdet, ein Intercept, da hat ja nichts mit X zu tun, da steht ja nur eine nackte Zahl. Der ist also 10 oder 4 oder 3,5 oder minus 11. Eine Zahl. Und zwar für alle. Ja? Das ist auch fixed. Ja? Gleicher Beta 0 für jede einzelne Beobachtung. Vielleicht auch nochmal wichtig, sich klar zu machen, so ein lineares Modell. Ich könnte jetzt, wenn ich da 300 Beobachtungen habe, dann kann ich da 300 Gleichungen schreiben. Das tue ich eigentlich bei der Matrixrechnung. Ich schreibe 300 Mal sozusagen diese Zeile. Und dann setze ich halt für jeden sein Y, für jeden sein X ein und kriege für jeden sein Residuum. Aber das Beta 0 steht dann 300 Mal das Gleiche und das Beta 1 steht 300 Mal das Gleiche. Das ist nochmal eine andere Definition von was ein Fixed-Effekt eigentlich heißt. Der variiert eben nicht. Und das ändern wir jetzt. Wir gehen her und erlauben diesem Intercept, den da, der kriegt ein kleines J. Und wir sagen, wir ändern die Modellgleichung dahingehend, dass wir nicht einen Intercept finden, sondern, also machen wir im Prinzip immer noch, aber der hängt jetzt für dich davon ab, aus welcher Level 2 Einheit du kommst. Ich habe das hier mal hierarchisch hingemalt und habe es mal da oben hingemalt, könnt es auch da unten hinmalen. Und zeige euch sozusagen, was dieses Beta 0J eigentlich ist, ist immer noch ein fixter Term, ein fixer Intercept. Aber jetzt darf sozusagen zufällig, also wir lassen das sozusagen frei, um wie viel drüber oder drunter unter diesem B0 die ganze Level 2 Einheit liegt. Also dieses U0 hier ist sozusagen ein random Term, der jetzt additiv zu dem Fixterm dazukommt. Und das zusammen ergibt uns sozusagen das, was man den Random Intercept nennt. Hinten bleibt alles gleich. Wir können das übrigens auch alles einfach wieder in eine Gleichung schreiben, können sagen, na gut, also was eigentlich passiert ist, wir haben nicht nur einen Fixed Intercept Beta 0, sondern wir haben dazu noch einen additiven Term, der also ein bisschen was wegnimmt oder ein bisschen dazu gibt. Und der erlaubt, blöd gesagt, jetzt sozusagen dieser Firma, um im ersten Bild zu bleiben, im Mittel rauf oder runter zu gehen, quasi. Und damit kann schon mal eine viel bessere Passung erzeugt werden. Also das ist das, was auch passiert ist, als ich von meinem ersten Graph heute zu dem zweiten Graph gegangen bin. Im ersten gab es keine Firma, es gab keine Level 2 Einheiten. Und als ich die genau selben Daten gefittet habe mit der Erlaubnis sozusagen, dass die Firma rauf oder runter gehen kann ein bisschen, um die Größe UJ, hat sich dann auch der Fixed-Effekt gedreht und die Steigung war auf einmal eine ganz andere, die dann besser gepasst hat oder die dann
als beste gefunden wurde. Wir haben jetzt also durch optische Umstellung gezeigt, dass jede Firma quasi ihren eigenen Intercept bekommt. Es gibt immer noch so einen fixen Anteil, aber es gibt dazu so einen random Anteil. Man kann das auch nach hinten schieben, weil man sagen kann, das ist jetzt eigentlich eine random Größe. Wir hatten vorher auch schon eine random Größe, die haben wir in jedem linearen Modell. Wir haben immer in jedem linearen Modell den Fehler als was Zufälliges. So haben wir immer den Fehler definiert. Wir haben immer schon gesagt bei einem linearen Modell, der Fehler ist eine etwa normal verteilte Größe. Rund um 0 soll der bitte sein und der hat irgendeine Varianz. Da haben wir nie viel drüber geredet, aber diese Varianz, die wird immer geschätzt bei einem linearen Modell. Aber was jetzt neu hinzukommt, ist, dass wir sozusagen auch schätzen müssen, was ist denn die Varianz dieses Plus-Minus, was für jede Level-2-Einheit hier dazukommt, dieser Random Intercept. Wie stark streut der denn? Und ich habe das jetzt mal, die Nomenklatur für euch ein bisschen angepasst, das ist, so steht es nicht im Lehrbuch, aber damit ihr seht, was es ist. Ich nenne es auch Sigma-Quadrat, damit ihr seht, es ist auch eine Varianz. Aber es ist also die Varianz der Level-2-Einheiten im Mittel sozusagen. Also wo liegt jede Firma, blöd gesagt. Das ist jetzt sozusagen auch ein neuer Varianzanteil. Man sagt manchmal auch eine Varianzkomponente, Variance Component. Die muss neu geschätzt werden. Also ihr seht jetzt schon, das Modell ist natürlich komplizierter geworden dadurch. Es hat einen ganzen Parameter mehr, der bestimmt werden muss. Genau. Das habe ich hier nur nochmal. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ziemlich genau so gesagt. Als Beispiel dazu. Da versuche ich ein bisschen viel auf einmal wahrscheinlich zu machen. Aber als Beispiel dazu, als Datenbeispiel, habe ich euch einen Datensatz mitgebracht, der auch ein bisschen ein Rückgriff auf letzte Woche ist. So dass wir nämlich jetzt gleich sehen können, was wir jetzt gerade machen. Hier irgendwie rechter Hand im linearen Modell so random Intercepts einbauen und alles komplizierter machen. Das können wir natürlich auch im Kontext generalisierter linearer Modelle machen. Also ich mache jetzt gleich eine sogenannte, ein generalisiertes lineares Modell. Und zwar ist das ein Datensatz, der quasi, der ist schon ein bisschen veraltet, der ist so, die Daten sind, glaube ich, aus den 80ern. Die Fragestellung bietet sich dafür aber ein bisschen an, weil sich an den Daten auch ganz schön zeigen lässt, dass die Schlüsse, zu denen du kommst, ganz andere sind, wenn du die hierarchische Struktur korrekt berücksichtigst. Also, das Thema ist sozusagen Hautkrebsvorsorge, kann man sagen, beziehungsweise der Zusammenhang mit UV-Strahlung in dem Fall. Und die ganz simple Forschungsfrage ist eigentlich, wie ist denn der Zusammenhang? Also in welche Richtung geht der und wie stark ist der? Das kann das Ziel sein, das genau zu schätzen. Was ist der Zusammenhang von der UV-Strahlung, die du in einer bestimmten Region, sage ich mal, in Europa abbekommst und der dort auftretenden Größe, Anzahl Tode durch Hautkrebs pro Jahr? Also wir haben so ein Flickenteppich Europa quasi. Wir müssen uns nicht auf die Länderebene beschränken. Man könnte, das machen die in dem Paper, dann auch auf Regionenebene gehen. Und zu was für einem generalisierten linearen Modell würdet ihr greifen? Ja. Genau, könnte sein, dass das ganz gut ist. Man hat so Zähldaten, also pro Jahr und zum Beispiel Landkreis. So epidemiologische Daten liegen auch oft in so absoluten Tabellen vor. Da steht halt drin, okay, bei uns gab es 16 Fälle, da gab es 30 Fälle, da gab es 5 Fälle. Genau, also eine Poisson-Regression haben wir bisher gar nicht gemacht, aber könnten wir ja mal machen, genau. Und genau das machen die Autorinnen und Autoren in dem Paper auch. Deshalb habe ich es natürlich dann auch herausgegriffen. Die sagen, das Auftreten von einem Hautkrebstod sozusagen ist eigentlich eine Poisson-verteilte Zufallsvariable mit dem Erwartungswert Lambda. Und der Erwartungswert Lambda ist also zwischen irgendwas zwischen 0 und unendlich. Das ist das Kleingedruckte von letzte Woche. Das müsst ihr nicht auswendig wissen, aber es ist so, wenn ihr so eine Count-Regression oder Poisson-Regression machen wollt, dann ist die Link-Funktion einfach der Log. Das ist eigentlich ganz nett. Nicht dieser Logit, das war ein bisschen nervig mit den Orts und so, sondern wir nehmen einfach den Log. Log ist super, weil Log können wir dann rechter Hand einfach dadurch umgehen, dass wir dann, wenn wir wirklich was über die erwarteten Tode oder die mittlere Anzahl aussagen wollen, dann müssen wir da drüben nur E hoch machen sozusagen. Ja, also Log von Lambda ist was Schönes Lineares. Und wenn wir den Log loswerden wollen, machen wir E Log, dann ist es weg und dann machen wir hier E hoch, haben wir das gleich, seht ihr gleich im Einsatz und zwar auf dem nächsten Slide. Ich habe jetzt erstmal an diesen Daten einfach, ich weiß nichts von hierarchisch linearen Modellen, eine simple Poisson-Regression gemacht, okay?
Das geht in R dann wiederum mit diesem GLM-Kommando. Aber seht ihr das? Ich schreibe jetzt nicht Family Binomial, wie heute Morgen auf dem ersten Slide, sondern ich schreibe Family Poisson. Damit, das ist schon alles, was ich machen muss. Damit spreche ich und R über das Gleiche, nämlich jetzt über irgendwas, eine Zählvariable. Also Deaths ist eine Variable, in der wirklich Counts drinstehen. Da darf nichts kleiner als 0 drinstehen und es dürfen nur ganzzahlige Dinge drin vorkommen. Zähldaten. Andere Krusch interessiert uns nicht. Lass mal weg. Wir können aber aus diesem Modell, wenn Simple Model fertig ist, dann kann ich da schon mal reingucken und kann R befragen, kann sagen, was ist denn der Koeffizient, den du bei UV-Strahlung stehen hast? Was steht denn da? Und dann sagt er mir eine Zahl. Und weil ich ein bisschen was über Poisson-Regression weiß, mache ich also E hoch diese Zahl, die er mir gibt. Das mache ich mit diesem exp hier. Und dann kriege ich eine Zahl, die ist kleiner 1. Das ist 0.94. Das heißt, um jede Unit mehr UV-Strahlung, die ich bekomme, sinkt die erwartete Anzahl Tode um den Faktor 0.94. Also auf 94%. Das ist ein bisschen komisch, oder? Also meine UV-Strahlung sollte doch eigentlich, sollte man meinen irgendwie, oder wird uns doch erzählt, dass das sozusagen die Wahrscheinlichkeit, Hautkrebs zu bekommen, erstmal zumindest erhöht. Also irgendwas ist hier im Busch und das soll nur so eine erste Warnung sein und so machen die das in dem Paper auch, dass sie sagen, okay, was wir gerade gemacht haben, ist, wir haben über komplett Europa alle Regionen mit allen unterschiedlichen sozioökonomischen Zuständen, mit unterschiedlicher Ernährungsweise, mit unterschiedlicher Genetik haben wir drüber gemittelt sozusagen und haben einfach ein Modell gemacht. Und jetzt können wir anfangen und als hierarchisches Modell zum Beispiel mal anfangen, Random Intercepts zuzulassen für die unterschiedlichen Länder zum Beispiel. Genau, das war das Modell. Wenn ihr also Entschuldigung, das war der Output von R, nur wer das daheim nachvollziehen will. Wenn ihr mal diesen Estimate nehmt für UV-Strahlung und den E hoch macht, dann müsste eigentlich was, müsste etwa 0.94 rauskommen. Also jetzt mache ich mein erstes hierarchisches lineares Modell mit euch und ich sage, ich lasse random Intercepts zu. Da steht jetzt random Effects, da könnte ich auch random Intercepts hinschreiben. An dem R-Code, jetzt muss ich auch ein anderes Package nehmen, das sind halt dieses, das nervt halt, aber es ist so, ich muss das jetzt mit GLMER machen, brauchen wir uns jetzt gerade nicht drum kümmern. Worum wir uns kümmern müssen, ist, dass hier hinten die Syntax sozusagen ein bisschen komplizierter geworden ist. Dieser Ausdruck bestellt bei R jetzt einen random Intercept per Nation. Also per Land sozusagen. Nicht Landkreis, nicht County oder so, aber jetzt mal pro Nation. Und wenn ich, das kann ich machen und kann dann einfach schauen, ob das jetzt besser ist oder ob das jetzt was gebracht hat oder was geändert hat. Erstmal zeige ich euch, was R dann eigentlich macht. Wenn das Modell fertig ist, wie sieht es dann aus? Was heißt denn Random Intercept? Was heißt Random versus Fixed? Und das sieht man hier nochmal ganz schön. Wir haben hier gelistet, das kriegt man mit CoF, kriegt man einfach, wenn ein Modell geschätzt ist. Also der kriegt das Modell, was wir gerade geschätzt haben als Input und spuckt uns dann aus, was er da so an Koeffizienten hat. Und nochmal, also zwei Dinge solltet ihr hier sehen. Erstens, fangen wir mal da drüben bei UV-Strahlung an, die ist immer noch fixed. Da gibt es nur eine UV-Strahlung, eine Steigung, die wurde geschätzt für alle Länder. Egal ob in Belgien oder in West Germany war das damals noch, oder in Dänemark oder in Irland. Es ist fixed im Modell. Es kann nicht variieren. Gleicher Wert. Immer noch auch negativ. Aber pro Land haben wir sozusagen unterschiedliche Intercepts. Ja? Weil wir eine Art Fixed Intercept haben, der jetzt aber variieren darf, also plus, minus pro Land. Und das entstammt diesem Sigma Squared Parameter quasi. Also dieser Varianzparameter über die Länder, der führt dann dazu, dass jedes Land einen anderen Intercept bekommt. Manche liegen tiefer, manche liegen höher. Das ist die Idee von einem Random Effekt. Und eben die UV-Strahlung ist noch fixed, da steht momentan der gleiche Wert. Wenn ich euch jetzt aus dem Paper aber noch kurz dieses Bild zeige, das ist aus dieser Originalpublikation, herrlich altmodischer Plot aus den späten 80ern oder so, oder das Paper ist aus den 90ern, aber die Daten sind auf jeden Fall ein bisschen älter. Ist aber auch egal. Was sehen wir hier? Wir sehen UV-Strahlung in jeder Messeinheit. Ich glaube, die Messeinheit war wirklich sowas wie Landkreise oder sowas.
Und hier den Log der Variable, die uns interessiert. Also die unbekannte, die Anzahl Hautkrebstoter pro Jahr. Aber der Log davon. Deshalb ist es so um 0 rum. Was seht ihr? Also erstmal seht ihr, ja, die Länder liegen unterschiedlich weit oben oder unten. Deutschland liegt sehr weit, ach nee, D ist, glaube ich, Entschuldigung, D ist Dänemark, WG ist West Germany. Also Dänemark liegt ganz oben, was ist das? Frankreich liegt hier, also wenn man nur auf die roten Kreuze guckt, das haben wir jetzt schon gemacht. Wir haben erlaubt, dass die Länder unterschiedlich, auf unterschiedlichen Niveaus liegen. Aber ihr seht eben auch, und das ist hier so angedeutet durch diese Regressionsgeraden, hier ist es ja so, dass in dem Modell, was die gemacht haben, jedes Land auch noch eine eigene Regressionsgerade bekommt. Aber alles unter der Haube eines einzigen linearen Modells. Ja, das sind also nicht, das sind jetzt nicht 8 lineare Modelle oder sowas, sondern es ist ein lineares Modell, was aber random Slopes zugelassen hat. Genau, also quasi pro Land in dem Fall. In dem Paper übertreiben sie es dann noch oder übertreiben es nicht, also es ist wahrscheinlich adäquat. Die machen das dann sogar pro Landkreis und Nation. Aber wir schauen es uns mal kurz für eine Variante nur an. Also bisher hatten wir Random Intercept Modelle und jetzt könnten wir aber sagen, wir machen auch diese Steigung, also diesen Beta 1 Parameter quasi, den könnten wir doch auch freilassen sozusagen oder dem erlauben zu variieren. Und das ist oft sehr, sehr realistisch, dass das auch eintritt, ja, sozusagen. Weil oft eben die Art, wie eine Level-2-Einheit, eine Firma, eine Schulklasse, ein Land auf eine bestimmte Manipulation reagiert oder überhaupt, wie dort der Zusammenhang mit einem bestimmten Regressor ist, eben auch variieren kann. Ja? Genau, und wie könnten wir das jetzt ins Modell einbauen? Und dann können wir noch fragen, per Modellvergleich, bringt uns das dann auch was? Der gleiche Trick, den ich gerade verwendet habe, um aus einem Fixed Intercept einen Random Intercept zu machen, indem ich einfach gesagt habe, naja, da gebe ich einfach jeweils pro Level 2 Einheit ein zufälliges, ein natürlich zu schätzenden, aus einem Varianzparameter geschätztes Plus, Minus dazu. Und das gleiche kann ich jetzt mit der Steigung machen. Also hier das in Orange ist nochmal, was wir schon kennen. Der Intercept ist jetzt kriegt einen Laufindex J, der ist also spezifisch für die Level-2-Einheit. Und das Gleiche passiert jetzt hier. Seht ihr das? Die Steigung, das könnt ihr nochmal direkt vergleichen mit der Gleichung vorher. Die Steigung ist jetzt nicht mehr komplett fixed, sondern die hängt ab oder darf spezifisch sein für die Level-2-Einheit. Das kann man sich wiederum auf so einer zweiten Ebene so schreiben, dass man sagt, die Steigung in einer bestimmten Einheit, also in unserem Beispiel gerade in einem Land. Die Steigung von, also der, man kann sagen, die Stärke des Zusammenhangs oder die Richtung des Zusammenhangs zwischen UV-Strahlung und Hautkrebstoten, die darf jetzt pro Land variieren. Und zwar macht man das so, dass es natürlich immer noch irgendwie einen fixen Wert gibt, aber darum, und das kann natürlich auch bedeuten, dass die Richtung mal dreht, weil das natürlich hier jetzt plus minus was dazukommen kann, wird sozusagen ein zufälliger Anteil dazu addiert. Und wenn er negativ ist, wird eben entsprechend auch ein bisschen was abgezogen. Und wenn ich das mir wieder zusammensetze, kann ich sagen, ich habe jetzt eigentlich ganz schön mein Modell ganz schön komplizierter gemacht. Ich habe den, hier vorne habe ich, was ich kenne. Beta 0, Beta 1, keine Laufindizes, beide fixed, wunderbar. Aber dann kommen die nochmal sozusagen, dann kommt noch was, was zum Intercept gehört, sozusagen, ein fixer Term. Und dann auch noch eine Art Familien- oder in unserem Fall gerade länderspezifische Steigung nochmal. Und das kann ich natürlich dann wieder ein bisschen ausklammern und kann mir das auch so schreiben, kann sagen, na gut, was hier eigentlich passiert ist, ein Fixed Intercept und ein Random Intercept habe ich quasi und ich habe eine Fixed Steigung und eine Random Steigung. Also das, was ich habe es hier nur anders zusammengezogen und hier quasi die zwei X-Terme mir so geschrieben, dass das, was mit womit x multipliziert wird, hier zusammen in der Klammer als kleine Addition steht. Ja, habe also Fixed und Random gemischt in einem Modell und deshalb heißen die Dinger Mixed Models, ja? Weil sie das eben mischen. Puh, was jetzt allerdings auch echt nicht so cool ist und zwar auch numerisch nicht so cool ist, weil teilweise, weil es wirklich zu Problemen beim Schätzen dieser Modelle teilweise führt, ist, dass ich es jetzt, da habt ihr wahrscheinlich als Psychologinnen Montagmorgen besonders wenig Lust drauf, aber ihr habt es jetzt mit einer multivariaten
Normalverteilung zu tun. Wir haben jetzt sozusagen diese zwei random Parameter, die wir neu haben. Eine random Intercept, also wir müssen irgendwie wissen, wie streuen diese random Intercepts und wie streuen diese random Steigungen. Und das muss ich modellieren als normal verteilt rund um 0. Rund um 0 ist gut, weil dann wird es immer zu diesem Fix dazu addiert quasi. Es wird also hier immer was dazu addiert, was rund um 0 ist. Wir werden also etwa gleich viele Minusse wie Plusse sozusagen grob gesagt haben. Aber wie stark streut es? Und jetzt ist es so, dass wir mehrere neue Parameter haben. Wir haben so eine Varianz, so ein Sigma Squared für die Intercepts. Das steht hier 0j, also für die Intercepts der Firmen oder die Intercepts der Länder, für die Intercepts der Level 2 Einheiten. Und wir haben eine Varianz für die für die Random Steigungen. Sigma Squared 1j könnte man die nennen, wenn man will. Und dann, das mögen wir wirklich gar nicht, ist aber leider sehr, sehr realistisch und sehr plausibel. Die Steigung, und also der Random Intercept, den du zum Beispiel hast, und die Random Steigung, die du hast, die können korreliert sein. Macht eigentlich auch total Sinn, wenn man sagt, okay, du bist jetzt irgendwie relativ weit unten in so einem, im Mittelwert, dass du dann jemand bist, der relativ stark profitieren kann, zum Beispiel von einer Manipulation oder von einer Behandlung oder sowas. Dass die Steigung also bei dir umso stärker ausfällt, das kann man sich schon vorstellen. Also wir haben relativ oft in der wirklichen Welt quasi, haben wir diese Korrelation einfach. Level 2 Intercepts sind korreliert sehr oft mit Level 2 Slopes. Und ist auch egal, ob das da ist oder nicht, die Struktur ist jetzt so und man muss diesen Parameter eben mitschätzen. Das hier, einmal könnt ihr es durchstreichen sozusagen, weil das ist natürlich wie immer in der Kovarianz-Matrix so, dass in einer Hälfte nur die ganze Information steht. Also wir haben jetzt drei Parameter, kann man sagen. Wenn wir ein Random Slope, Random Intercept Model haben, haben wir drei Parameter, die wir schätzen müssen und nicht nur zwei. Wenn man sich, damit kommen wir auch dann fast schon hier so zur Abrundung dieses Hautkrebsbeispiels, wenn man sich das dann mal anschaut. Ich habe jetzt ein Modell gemacht, wo ich also einen Random Slope für UV-Strahlung zugelassen habe und den Random Intercept auch. Die Zahlen haben sich wieder ein bisschen geändert, könnt ihr auch mal vergleichen. Die Random Intercepts sind jetzt wieder ein bisschen anders für jedes Land. Aber wir haben also pro Land, zum Beispiel Belgien, einen Intercept, der ein bisschen unter dem Mittelwert liegt, kann man sagen, negativer Wert. Und wir haben eine negative Steigung für UV-Strahlung in Belgien. Der Fixed-Wert ist da, glaube ich, schon mit rein addiert sozusagen. Also das ist wirklich die finale Steigung, die für Belgien sozusagen gilt. Und dann haben wir in anderen Ländern, zum Beispiel in England, aber eine positive Steigung, in Frankreich auch eine positive Steigung und in Irland auch. Also das ist jetzt so ein Modell, wo quasi das eben nicht so einheitlich ist, wo man nicht einfach sagen kann, es gibt nicht die eine Antwort. Man kann nicht sagen, in allen Ländern ist es so und so, sondern es hängt vom Land ab, sagt dieses Modell. Man müsste jetzt per Modellvergleich sich aber auch überzeugen davon, dass dieses Modell wirklich besser ist, dass es sich gelohnt hat, diese Random Slopes zu machen. Weil nochmal, ihr habt gesehen, das Modell wird sehr viel komplizierter. Man kann sich also immer im Sinne der Einfachheit auch fragen, ist es zu kompliziert oder ist es sinnvoll, hier Random Slopes dazu zu machen. Also haben wir jetzt Random Intercepts und Random Slopes eingeführt. Genau, das haben wir hier gemacht. Das war das Modell, was wir schon kennen. Da gab es nur ein Random Intercept für die Nation oder Nation. Und wenn ich da eine Random Slope machen möchte, das ist so eine Syntax-Sache, die braucht euch heute nicht sehr interessieren, aber vielleicht macht sie auch ein bisschen Sinn, das ist die Notation in R. Wenn man nur einen Intercept will, dann schreibt man 1 dafür quasi, weil mit der 1 wird quasi das dann multipliziert, dann wird es der Intercept. Wenn man die Random Slope für den Fixed-Faktor UV-Strahlung möchte, dann schreibt man UV-Nation. Das bestellt sozusagen bei R jetzt eine Random Slope für die UV. Was die in dem Modell eigentlich machen, das zeige ich euch nur kurz, ich habe es versucht nachzubauen, ist eine sehr, sehr komplexe Struktur. Was passiert hier? Zumindest hier hinten. Ich kapriziere mich nur auf den Teil. Was machen die hier? Die schreiben Nation, Doppelpunkt, Region, Doppelpunkt, Landkreis. Ja. Und was ist das jetzt? Das geht so in die Richtung, was wir schon besprochen haben. Die hierarchische Struktur, ja, sagen Sie es, wie lesen Sie es?
Ja, es sieht aus wie eine Interaktion wegen der Schreibweise mit dem Doppelpunkt, das ist richtig. Ist aber keine in dem Fall. Also nicht im ersten aller Sinne. Aber es ist quasi diese Schachtelung, wenn man so will. Ich zeige euch das gleich. Das nennt man auch manchmal Nested Random Effects. Das ist heute mit das Letzte, was ich euch noch zeigen möchte. Dass man, also erstmal macht es ja wahrscheinlich total Sinn. Wir haben vorher über hierarchische Strukturen gesprochen, dass man sagt, was in einem Land passiert, hängt auch wiederum, oder anders, wir fangen mal hinten an. Was in einem Landkreis passiert, ist vermutlich geclustert auf Regionenebene, weil das ist noch ähnliche Ernährung, ähnliche Sonneneinstrahlung, sonst was. Counties sind eben die politische Einheit, die die Daten geliefert haben, ja, also Landkreise. Aber die wiederum sind einander ähnlicher, wenn sie aus der gleichen Region sind. Und die sind wiederum einander vielleicht ähnlicher, wenn sie im gleichen Gesundheitssystem, in der gleichen Nation oder so stattfinden. Also alles, was hier hinten gezeigt wird, ist eigentlich eine sehr komplexe Random-Struktur. Was ich euch nur noch zeigen möchte, auch wieder mehr so als Fingerübung, das könntet ihr mir jetzt schon sagen, da brauchen wir auch nicht mal einen Taschenrechner dafür. Ich kann bei R auch einen Befehl anwenden, der heißt AIC, also Akaikis Information Criterion. Und dem gebe ich dann drei Modelle, die ich gefittet habe. Ja, ich habe jetzt also drei Modelle gemacht. Eins, was nur ein Random Intercept hatte. Also das heißt so, weil ich es so genannt habe. Ja, Random Int Model, so habe ich es genannt. Ich nenne meine Modelle gern so, dass ich auch weiß, was drin ist etwa. Und dann habe ich ein Random Slope Model gemacht. Und dann habe ich noch versucht, dieses Crazy Model aus dem Paper nachzubauen. Ja. Stacked Three Slopes habe ich das mal genannt. Stacked Three Intercepts, aber mit Slope. Stacked Three Slope. So, welches Modell ist das Beste? Nach dem Akaike, ja? Genau. Ganz genau. Deshalb und nur deshalb. Das kleinste, numerisch absolut kleinste Akaikis-Informationskriterium. Sie sehen natürlich auch, dass es schon auch mehr Freiheitsgrade hatte, also es wurden ja mehr Parameter gefittet. Dafür zahlen wir beim AKIK ja ein bisschen Strafe, aber die ist anscheinend schon eingepreist. Also in dem Fall hat es sich sozusagen gelohnt, das Modell komplexer zu machen und hat trotzdem zum kleineren AKIK geführt. Also das vielleicht nur noch dazu. Zwei zusätzliche Informationen, dann haben wir es geschafft für heute. Also erstens, das habt ihr an dem jetzt schon ein bisschen gesehen, diese. Ja, man kann sagen, das, was man als random Struktur von so einem Modell bezeichnet, kann erhebliche Komplexität annehmen. Was mich an der Formulierung ein bisschen stört, ist, ja, ich kann die random Struktur meines Modells kompliziert machen, aber das klingt so, als wäre es irgendwie eine Bösartigkeit des Statistikers oder der Statistikerin, dass es so ist. Aber man sollte eher sagen, die random Struktur der Daten in der Welt ist eben halt teilweise einfach kompliziert. Ja? Also das ist, man sollte eher froh sein, dass wir Modelle haben, die sowas modellieren können. Der einfache Fall ist der, den wir jetzt heute eingangs besprochen hatten, sozusagen. Irgendwie sind unsere Beobachtungen, die wir machen, alle n Beobachtungen in Y, sind irgendwie geclustert auf einer zweiten Ebene. Schön und gut. Das konnte die Firma sein, das kann die Schulklasse sein, hier war es jetzt vielleicht irgendwie die Nation. So. So kann man sich das vorstellen. Okay. Man kann aber auch was haben, was ich heute nur gestreift habe, aber euch nicht wirklich gezeigt habe, was man in der kognitiven Neurowissenschaft relativ oft hat eigentlich oder in der Experimentalpsychologie, nämlich sogenannte gekreuzte oder crossed random effects. Was heißt das? Das heißt, dass so die eine Messung eigentlich auf zwei Arten geclustert ist. Die eine Messung, die du gemacht hast, zum Beispiel der eine Durchgang in einem Experiment, ja? Die einen 4 Sekunden, wo du vor dem Rechner saßt und irgendwas geklickt hast und was gesehen hast, die können sozusagen geclustert sein auf der Ebene, dass die Durchgänge, wo der gleiche Stimulus gezeigt wurde oder also das gleiche Item war, einander ähnlicher sind, ja, weil das Item eben was macht. Sozusagen, also vielleicht können wir die Pfeile folgen, die Messung 1, die Messung 4 und die Messung N-2 zum Beispiel, da wurde überall der gleiche Stimulus gezeigt. Das gleiche Wort, das gleiche Gesicht. Also haben diese Trials vielleicht dadurch was gemeinsam. Gleichzeitig kommen aber die Messung 1, 2 und 3 aus der gleichen Person. Die sind also auch geclustert auf Personenebene. Hier wäre die Level-2-Einheit, also zum Beispiel die Person. Und eine andere, auch Level-2-Einheit, deshalb gecrossed sozusagen, wäre zum Beispiel Item. Da muss man dann sagen, da schreibe ich dann sozusagen, mache ich mir in meinem Ausdruck sozusagen, bestelle ich mir beim Modell Random Terms für Participant und Random Terms für Item.
heißt natürlich zwei Varianzparameter. Einmal die Slopes, Entschuldigung, die Intercepts für Participant muss ich ein Varianzparameter schätzen und die Intercepts Item auch ein Varianzparameter. Und letztlich noch das, was wir gerade so ein bisschen angedeutet im Hautkrebsbeispiel gesehen haben. Ich kann Nested Random Effects haben. Dass also die Level 2 Einheiten selbst wieder geclustert sind in einer dritten Einheit. Und ein sehr typisches Szenario hier ist jetzt nicht unbedingt nur Schule, Landkreis und so, sondern auch tatsächlich einfach Personen und dann wiederum Gruppen. Also oft haben wir ja in unseren Experimenten auch Gruppenvariationen drin und die führen natürlich oft zu so einer genesteten Struktur. Die Probanden, die sollten eigentlich unabhängig sein, die Probanden gehören aber wieder zu vielleicht Kohorten oder auch Experimentalgruppen und dann bekommen wir so eine genestete Random-Struktur. Und die wird dann genau in R mit diesem Doppelpunkt angedeutet. Und der allerletzte Datenpunkt, das zeige ich euch nur noch, das ist ein bisschen unglücklich auch, dass es heute, wir haben heute eine Vorlesung angefangen mit Pseudo-R-Quadrats. Die Pseudo-R-Quadrats, die habe ich euch erstmal so verkauft und habe gesagt, die sind super, weil die basieren auf der Likelihood. Die Likelihood können wir ausrechnen. Insofern geht zum Pseudo-R-Quadrat immer. So, für die Mixed Models, für die hierarchisch linearen Modelle, gehen die Pseudo-R-Quadrats wie McFadden und so wiederum nicht. Man kann es machen, aber es ist nicht korrekt zu sagen. Ein korrekter Modellvergleich lässt sich mit diesen Restricted Maximum Likelihood geschätzten Modellen, und das sind diese hierarchisch linearen Modelle, wieder nicht so gut machen. Kurz gesagt, haben sich dafür zwei Maße in den letzten Jahren durchgesetzt. Die werden euch auch derzeit von den typischen Packages ausgespuckt. Also es gibt auch so eine Art Pseudo-R-Quadrat, aber es sind einfach nochmal andere sozusagen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen unglücklich, dass es in der gleichen Vorlesung heute ist. Und das eine, McFadden, Cox & Snell, Nagelkerkel, Ture, das gehört zu den logistischen Modellen allein. Aber sobald wir die hierarchische Struktur mit Random Effects haben, bleiben uns zurzeit eigentlich nur diese beiden. Es gibt noch andere Vorschläge in der Literatur, aber die sind etabliert. Und die, mit denen kann man auch ganz gut arbeiten, glaube ich. Die werden einem immer zusammen ausgegeben. Die haben nur so komische Namen, die kann man sich ein bisschen blöd merken, weil die sind so ein bisschen, ich finde die nicht besonders eingängig, die Namen. Das eine heißt Marginal R-Square und das andere heißt Conditional R-Square. Ich habe es versucht, wirklich in Laien, unmathematischen Termen hinzuschreiben. Was eigentlich gemacht wird, ist, im Marginal R-Square wird geschaut, wie viel Varianz kannst du durch die Fixed Effects aufklären? Das ist sozusagen das gute alte Regressionsmodell, wie wir es kennen. Irgendeine Steigung, irgendein Intercept. Peng. So. Was kann der Fixed-Anteil aufklären? Gemessen an der gesamten Variation, die da ist. Das seht ihr also, eine Varianzquelle Fixed. Varianzquelle, die auf die Random zurückzuführen ist. Auf die ganzen Random Terms, die halt im Modell so drin sind. Und natürlich gibt es auch noch eine Fehlervarianz. So. Kann ich machen. Ich kann aber auch ein sogenanntes Conditional machen, das heißt eigentlich Conditional, weil es quasi Conditional on Random Terms ist. Man kann auch sagen, das berücksichtigt mehr. Das fragt, wie gut bist du, dadurch, dass du jetzt auch Random Terms dabei hast. Also der einzige Unterschied, das seht ihr, ist, dass quasi die Random hier oben auftauchen, auch noch sozusagen. Ja, ich sage sozusagen, wie viel kann ich durch Fixed und Random zusammen aufklären. Und ein sehr häufiger Befund, zumindest bei uns im Labor oder so bei den Daten, mit denen wir es zu tun haben, ist, dass dieser Conditional R-Square jetzt natürlich viel, viel, viel größer ausfällt als der R-Squared Marginal. Und da ist die Frage an euch, ob ihr das seht, warum das der Fall ist. Dass es so sein muss. Und nicht so sein muss, aber warum es eigentlich nur, also warum es nicht größer werden kann zum Beispiel. Also Marginal kann ja nicht größer als Conditional werden. Sehen Sie das, ja? Ja. Zahlen, also so kann man es auch sagen. Zahlen, die nur positiv werden können, sozusagen, nämlich Varianzen sozusagen. Und ich meine, das ist hier ja auch so ein bisschen ein Rückgriff auf tatsächlich manches, was ich euch mal bei Repeated Measures ANOVA oder so erzählt habe. Die Varianz zwischen Probanden, die wir haben, die erklärt oft einen sehr großen Teil an dem, was wir da gemessen haben. Und genau das passiert hier ja auch. Ja? Du sagst, wenn wir Random Intercepts zum Beispiel haben, heißt es, die Varianz, die sich darauf zurückzuführen lässt, dass die Menschen sich sehr stark schon unterschieden haben im Mittelwert, ja? Dass die eine große Varianz aufmachen. Und entsprechend also Conditional R-Squared oft relativ groß. Das sollte man sich aber nicht allzu sehr damit abfeiern, weil das eigentlich ein bisschen
langweilig auch sozusagen ist. Also eigentlich interessiert mich, wenn ich mich für mein Design interessiere, interessiert mich eigentlich mehr, wie viel können diese Fixed-Faktoren aufklären. Und die Random Terms, die nehme ich mit rein, um das Modell besser zu machen, aber interessieren tue ich mich üblicherweise eben doch für die Fixed Effects. Das war das Ende dieser Vorlesung. Ihr habt es geschafft. Ich bedanke mich sehr und bin froh, dass wir da heute noch durchgekommen sind, wenn auch wie immer ein bisschen halsbrecherisch. Und dann heißt es nämlich auch, dass wir vor Weihnachten noch anfangen können, über latente Variablen zu sprechen. Das nächste große Thema. Ich bedanke mich und wünsche euch eine gute Zeit. Tschüss.